Jetzt geht es darum, unseren Plan in die Tat umzusetzen. Und zwar Stufe 1, wir haben Euro auf unserem Konto und wir möchten gerne Kryptowährung kaufen, um dann damit später weiterzuarbeiten. In diesem Tutorial arbeiten wir mit der Binance Smart Chain und direkt vorweg gesagt, das ist von mir überhaupt keine Empfehlung, wirklich mit der Binance Smart Chain zu arbeiten. Ihr könnt jede andere Blockchain benutzen, die DeFi-Projekte unterstützt. Also da wären zum Beispiel vor allem Ethereum, aber natürlich auch später, glaube ich, Cardano und Polkadot. Es ist wirklich eigentlich egal, die Grundprinzipien sind immer die gleichen. Warum nehme ich jetzt Binance Smart Chain? Weil die Gebühren hier, die Transaktionsgebühren, sehr, sehr niedrig sind. Das heißt, wir können hier mit kleinen Beträgen arbeiten. Wenn wir mit kleinen Beträgen arbeiten, müssen wir keine Angst haben, dass wir Geld verlieren. Wir können Fehler machen. Das ist ein Riesenvorteil in einem Tutorial. Das heißt, wir brauchen uns jetzt nicht um mit Transaktionsgebühren in was weiß ich, Bereichen von 50 oder 100 Dollar rumzuschlagen. Gleichzeitig ist aber das Wallet, das wir benutzen werden, dasselbe, wie man zum Beispiel bei Ethereum benutzt. Das heißt, alles, was man hier lernt, kann man irgendwo auch in den anderen Blockchains anwenden. Und ich halte die Binance Smart Chain eigentlich für eine ziemlich gute Spielwiese. Und außerdem finde ich die Projekte, die hier laufen, auch eigentlich ganz lustig. Die sind immer so, die sind recht cool aufgemacht. Okay. Ich will mich mit dem Thema jetzt Kryptowährung kaufen und BNB kaufen gar nicht lange aufhalten. Wir werden das ganz simpel machen. Wir werden einfach auf die Börse Binance gehen und wenn ihr da noch nicht registriert seid, registriert ihr euch einfach. So sieht es bei Binance aus. Und ich habe mich jetzt schon angemeldet, ich habe mich schon registriert. Und das ist etwas, was ich euch selbst überlasse. Und es ist ganz wichtig, dass ihr auch den Identifikationsprozess mitmacht, denn es gibt ein Limit bei Binance. Wenn man noch nicht identifiziert ist, dann kann man pro Tag nur zwei, nur in Anführungszeichen, zwei Bitcoin abheben. Der Punkt ist, das reicht wahrscheinlich dicke für einen Anfang, aber es kann ja sein, dadurch, dass der Bitcoin so stark steigt, dass irgendwann dieses Limit runtergesetzt wird. Und ich habe schon bei der einen oder anderen Börse erlebt, dass man nur bis 1000 Euro irgendwie pro Tag abheben kann. Das ist dann, wenn man ernsthaft im Kryptobereich arbeitet, natürlich ein bisschen wenig. Das heißt, man riskiert, dass das eigene Geld in der Börse feststeckt, weil man häufig relativ simpel einzahlen kann und wenn es dann ums Auszahlen geht, dann kommen diese ganzen Limits. Das heißt, macht den Identifikationsprozess. Ich glaube auch, dass der ein bisschen Voraussetzung dafür ist, was man Krypto mit Kreditkarte kauft oder mit einer Banküberweisung. Und ich werde jetzt hier auf der Binance-Oberfläche wirklich die allereinfachsten Wege gehen, weil es ist mir persönlich jetzt hier in diesem Tutorial komplett egal, ob ich jetzt irgendwie den allerbesten Preis für die Kryptowährung bezahle oder ob ich irgendwie ein bisschen was drauflege. Das wird man sicherlich dann später irgendwie nochmal alles ein bisschen genauer machen, aber jetzt geht es erstmal darum, wir haben Euro und wir wollen haben BNB. Und BNB, die Währung, die sieht man hier unten links. Das ist dieses Binance-Logo und die Währung BNB. BNB kostet jetzt zurzeit 248 Dollar. Jetzt die Frage, wie viel wollen wir denn einsetzen? Und dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, in dem es darum geht, welche Risiken wir eingehen, wenn wir hier unterwegs sind. Denn wir arbeiten jetzt mit richtigem Geld und ich möchte wirklich nicht versäumen, auch darauf hinzuweisen, was alles schiefgehen kann. Das mache ich aber jetzt nicht in diesem Video, sondern ich habe stattdessen also ein eigenes Video gemacht und darauf weise ich jetzt hin. Ich bitte euch, das auch anzuschauen und mit diesen Risiken bewusst umzugehen. Aber ganz grob gesagt, wirklich, das Risiko ist einfach nur, die ganze Kohle, die wir benutzen, kann weg sein. Deshalb, wir nehmen kleine Beträge. Und mit kleinen Beträgen meine ich sowas wie 100 Dollar oder 50 Dollar. Auf keinen Fall also 5.000 oder Tausende. Und ich werde trotzdem in diesem Tutorial hier selber mit einem Einsatz von 1.000 Euro arbeiten. Einfach weil ich finde, es schwierig, wenn ich später
mit Zahlen umgehe, mit Zahlen arbeite, dann immer 0,006 oder ein Zehntel Dollar Cent oder irgendetwas zu sagen. Diese ganzen Nachkommastellen, die nerven einfach. Ist aber jetzt von mir aus wirklich ganz klar, keine Empfehlung, so viel Geld zu nehmen für ein Tutorial, wo man sich noch nicht auskennt und experimentieren möchte. Die Empfehlung ist, nehmt einen kleinen Betrag, 50, 100, maximal vielleicht $200. Ihr werdet dann nichts verdienen und das ist gut so. Weil es geht nicht ums Geld verdienen, es geht darum, diese ganzen Dinge erstmal kennenzulernen, um dann später mit einer eigenen Strategie in den Markt zu gehen und dann hoffentlich auch Erfolg zu haben. So, wie kaufen wir jetzt BNB? Ganz einfach, es gibt hier im Menü Buy Crypto und hier können wir auswählen Banküberweisung, Kreditkarte oder noch drei andere Optionen, die wahrscheinlich nicht so in Frage kommen. Ich gehe jetzt mal einfach hier auf Kreditkarte. Dann gebe ich den Betrag ein, 100 Euro, und wähle hier in der Liste den BNB aus. Achtet darauf, dass ihr hier nicht Bitcoin habt. Das ist voreingestellt und man vergisst das oder übersieht das leicht. Also achtet darauf, dass ihr wirklich BNB kauft. Es ist nicht so schlimm, wenn man jetzt aus Versehen Bitcoin kauft, weil man die ja dann später hier auch umtauschen kann. Das ist aber dann nur wieder ein extra Weg. Also einfach darauf achten. Betrag oben eingeben, BNB, und dann kauft ihr mit dem Buy-Button mit der Kreditkarte die BNBs. Wenn der Kauf dann abgeschlossen ist, das heißt, wenn ich jetzt also meine BNB gekauft habe und ich sage ja, ich habe jetzt für 1000 Euro BNB gekauft, einfach um die ganzen Zahlen, die hier in dem Tutorial immer wieder auftauchen, nicht zu kompliziert zu machen. Wenn also der Kauf abgeschlossen ist, ich habe 4,811 BNB jetzt in meinem Wallet, dann kann ich das Wallet mir anschauen, indem ich hier im Menü auf Wallet klicke und das Fiat and Spot Wallet auswähle. Ich habe hier die englische Oberfläche, wenn ihr auf Deutsch die Oberfläche habt, das geht natürlich auch, dann heißt das ein bisschen anders. Und zwar einfach nur Spot Wallet. Im Spot Wallet werden jetzt meine BNB auftauchen. Und zwar hier mein Guthaben 4,811. Und von hier aus geht es dann gleich weiter, weil wir wollen unsere BNBs von der Börse abheben in unser Wallet, mit dem wir dann im DeFi-Bereich gleich arbeiten werden. Und das zeige ich im nächsten Video.